Hallo, lieber Wassermann, und willkommen zu deiner persönlichen Monatslegung für den Dezember 2021. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist, und natürlich hoffe ich auch, dass es dir gut geht. Und falls du jetzt bei mir zum ersten Mal zusiehst, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, lieber Wassermann. So, lieber Wassermann, diesmal habe ich mir gedacht, dass wir auch zu Beginn die Tarotkarten einfach mal live mischen werden und dass ich da für dich einfach live welche ziehen werde oder rausspringen lassen werde. Denn ich habe das ja normalerweise immer so gemacht, dass du hier schon vorneweg schon vier Karten gesehen hast. Aber diesmal habe ich mir gedacht, wir machen das jetzt alle beide gemeinsam live. Einfach weil ich Lust drauf habe und genau. Also Wassermann, dieses Orakel könnte für dich interessant sein, wenn du den Wassermann als Sonnenzeichen hast, im Mondzeichen hast oder als Aszendent hast. Ja, also manchmal ist es ja so, dass der Aszendent stimmiger ist als das Sternzeichen. Ne, deswegen würde ich dir jetzt ganz einfach mal empfehlen, auch mal nach deinem Aszendent zu gucken, beziehungsweise nach deinem Mondzeichen zu gucken. Ne, also da musst du mal gucken, das kannst du machen, wenn du möchtest. Du musst aber nicht unbedingt. Und du weißt Bescheid, das ist ebenfalls auch eine ganz, ganz allgemeine Legung. Entweder es passt oder es passt nicht, lieber Wassermann. Das wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Und genau, das Tarot-Deck, was ich jetzt hier gerade verwende, das ist das Tarot der neuen Zeit von Linda Giese. Das schaut so aus. Und die anderen Karten, die ich dann verwende, stelle ich dir entweder zum Schluss des Videos vor oder ich sage dir ganz einfach mal zwischendurch, was ich da gerade für ein Kartendeck verwende. Okay, Wassermann, ich würde sagen, dass wir starten mit deiner Legung für den Dezember. Dezember, Dezember, Wassermann. Was bringt der Dezember dem Wassermann? Wassermann, Dezember. Also die ist es und die hier ist es auch. So, noch eine Karte für die Wassermänner für den Monat Dezember, bitte. Alles klar, die dürftest du schon gesehen haben. Ich habe sie auch schon gesehen, aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit der Karte unten drunter, lieber Wassermann. Und da hast du hier das Gericht. Ach, na Mensch, sehr schön. Das Gericht deutet immer darauf hin, dass hier etwas. Dass man hiermit etwas abschließt, irgendwo. Das ist das Gefühl, was ich habe, obwohl das eigentlich mehr auf die Welt zutrifft. So dieses, ja, dieser Abschluss irgendwo. Aber ich habe eigentlich eher bei dir das Gefühl, dass es hier um einen Abschluss eines karmischen Zyklus gehen könnte. Denn das Gericht, da geht es ebenfalls um Heilung, es geht um Erlösung, es geht um Karma-Auflösung. Es geht darum, dass man den Ruf seiner Seele folgen soll. Ne? Es geht um Urteile, die gefällt werden. Es geht um eine Freisprechung. Es geht darum, dass man von der Dunkelheit wieder ins Licht kommt. Ne? Diese Karte steht oftmals natürlich auch für ja, zweite Chancen kann man sagen. Aber die Karte deutet auch darauf hin, dass man ein Comeback feiert sozusagen. Ich würde sagen, wir gucken mal, was jetzt hier noch so Schönes unten drunter ist. Ja, die Liebenden, die vier der Münzen, genau. Ja, interessant. Okay. Also, Wassermann, was ich bei dir hier wahrnehme, das sieht man auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall dazu bereit sein wirst, dem Ruf deiner Seele zu folgen und Entscheidungen zu treffen, die basieren, ja, basierend auf deinen wahren Herzenswünschen, kann man sagen. Du triffst hier Entscheidungen, die für dich richtig sind. Du folgst deinem Herzen. Das ist genau das, was man sehen kann. Egal, ob jetzt in der Liebe, ob im Beruf oder wie auch immer. Ja, also man sieht hier immer noch so ein paar Themen. Sowas wie ja, Verlustängste eventuell, man hat Angst, etwas rauszugeben, man hat Angst, Geld auszugeben oder möglicherweise, man hält hier wirklich an dem fest, was man hier so ein bisschen hat. Durch die 10 der Schwerter davor habe ich den Eindruck, dass das hier auf jeden Fall beendet wird. Also ich habe hier, also das sieht hier für mich, lieber Wassermann, ganz so danach aus, dass du dein Sicherheitsdenken, deine Verlustängste aufgibst, also dass das beendet wird bei dir und dass du nun bereit sein wirst, dem Weg deines Herzens zu folgen. Das sieht hier wirklich ganz danach aus, lieber Wassermann. Aber ich würde jetzt sagen, dass wir einfach mal in die Tarotkarten reinfallen, die jetzt reinfallen. Dass wir jetzt einfach mal in die Tarotkarten hineingucken, die jetzt hier rausgefallen sind. Okay, als erstes, da hast du jetzt hier den Ritter der Kelche. Ritter stehen immer so ein bisschen für Stimmungen, Launen, Impulse, die reinkommen. Und hier hat man es mit einem gefühlvollen Ritter zu tun. Also hier geht es wirklich um gefühlvolle Stimmungen, es geht um Romantik, es geht um tiefe Gefühle, Schwärmerei. Ne? Also das kann jetzt hier wirklich bei dir der Fall sein, dass das Ganze wirklich sehr, sehr emotional wird. Ich habe auch wirklich bei dir das Gefühl, dass es für dich darum gehen wird, lieber Wassermann, deinem Herzen zu folgen, dein Herz wieder zu öffnen.
Und der Ritter, das ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, das ist jemand, der bringt etwas. Da geht es um Launen, Stimmungen. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dadurch, dass es ja eben der Kelchritter ist, lieber Wassermann, den du hier hast. Ich glaube ganz ehrlich, dass du wie eine Art Wohltäter, Wohltäterin werden könntest und anfängst, etwas, ja, deine Liebe nach außen hin zu zeigen oder das, was du kannst, deine Talente, das, was du zu geben hast. Ne, also ich habe wirklich das Gefühl, dass du damit beginnen wirst, dich wieder mehr um andere zu kümmern, anderen etwas Gutes zu tun, anderen zu helfen möglicherweise. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal weiter. Ganz genau so ist es. Du kommst jetzt hier wirklich in deine großzügige Energie. Du bist nun wirklich bereit, das zu geben, was du zu geben hast. An Liebe, an Wertschätzung, an Zuneigung, an Talenten, was du mitbringst, ne? Und wie ich eben schon gesagt habe, du hältst hier deine Energie, dein Herz, deine Talente nicht länger zurück. Das hier wird auf jeden Fall beendet werden. Weil diese Person hier auf dieser Karte, die hält hier. Die hält das, was sie zu geben hat, zurück, weil sie Angst davor hat, möglicherweise etwas zu verlieren oder etwas zu riskieren. Aber das Ganze wird beendet, das sieht man. Denn du bist jetzt wirklich bereit, deinem Herzen zu folgen, dem Ruf deiner Seele zu vertrauen und dem auch zu folgen. Das ist genau das, was man sieht. Es kann natürlich ebenfalls sein, dass du mit sehr, sehr viel Unterstützung und mit sehr, sehr viel Liebe rechnen darfst im Monat Dezember, möglicherweise auch von anderen Menschen. Ja, wir gucken mal weiter. Der Tod. Diese Situation wird hier auf jeden Fall gewandelt. Und ich habe damit den Eindruck, entweder geht es hier um eine berufliche Situation oder geht es hier auch um eine finanzielle Situation. Aber du findest, also man findet hier auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Transformation vor. Also du wirst dich ja auf jeden Fall enorm weiterentwickeln, wenn es darum geht, etwas zu geben und auch etwas zu empfangen. Weil die sechs der Münzen deuten immer so ein bisschen auf das Geben und Nehmen gleichzeitig hin so, ne? Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich das bei dir transformieren wird und dass du wieder in diese Geberenergie einfach mehr hineinkommst. Was haben wir hier? Ganz genau so ist es, die Königin der Münzen. Das ist durchaus eine Energie, die wirklich sehr, sehr großzügig ist, gutmütig, großzügig. Das ist eine sehr nährende Energie, eine sehr kümmernde Energie. Die Königin der Münzen deutet auch oftmals, steht auch oftmals für eine Mutter. Also für das Bemuttern oder eine Mutter sein, so die Eigenschaften der Mutter eben, das kann man so mit der Königin der Münzen in Verbindung bringen, lieber Wassermann. Und das ist genau das, was da gerade bei dir abgeht, ne? Man sieht ja dennoch sehr, sehr viel Sicherheit bei dir. Man sieht sehr viel Stabilität, man sieht eine sehr, sehr bodenständige und realistische Energie ebenfalls, ne? Das ist ebenfalls das, was man hier bei dir sieht. Obwohl du den Weg deines Herzens gehst, obwohl du bereit bist, dem Ruf deiner Seele zu folgen und jetzt den Weg deines Herzens gehst und nicht mehr so sehr ängstlich davor sein könntest, was du verlieren könntest oder was da oder wovor oder wo du scheitern könntest. Ich glaube, dass das nicht länger irgendwie für dich eine Rolle spielt, diese Ängste. Weißt du, irgendwas zu verlieren oder nicht unterstützt zu werden? Weil ich sehe hier bei dir dennoch, dass du durchaus unterstützt wirst, lieber Wassermann. Also, wie gesagt. Bei dir findet jetzt gerade und möglicherweise auch dann wieder oder immer noch im Dezember eine sehr, sehr große Wandlung statt. Es kann natürlich aber auch sein, dass hier eine Situation mit einem Erdzeichen transformiert wird. Auch das kann bei einigen von euch der Fall sein. Oder aber eine berufliche und finanzielle Situation wird ebenfalls transformiert. Und ich habe eigentlich eher den Eindruck, nee, also es wird besser, Wassermann, es wird gut. Es wird besser, es wird gut, ja. Einfach weil du jetzt wieder in diese Energie hier hineinkommst. In die Energie, dass ja, ich kümmere mich jetzt mehr um andere. Ich tue für andere jetzt etwas und halte mich nicht länger zurück. Es ist hier gerade rausgefallen, der König der Stäbe. Es könnte also sein, dass du es hier eventuell mit einem Feuerzeichen zu tun haben könntest. Widder, Schütze oder Löwe. Oder aber das könnte ebenfalls jetzt auch dich darstellen, dass du wirklich jetzt in eine Energie hineinkommst, wo du sehr, sehr viel Charisma ausstrahlst, wo du sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstliebe ebenfalls auch ausstrahlst, wo du möglicherweise andere führst, wo du dich einfach sehr, sehr gut behaupten kannst. Also es kann wirklich sein, dass du, vielleicht wollen einige, ja, nochmal von vorne, vielleicht wollen einige von euch sich eventuell sogar auch selbstständig machen. Das habe ich ebenfalls sehr, sehr gut. Dennoch fällt jetzt hier ebenfalls auch gerade schon wieder der Teufel raus. Das ist im normalen Tarot jetzt hier der Teufel, Oppression. Warte mal ganz kurz. Ich muss das mal hier alles ein bisschen besser hintun. Genau. Und da habe ich jetzt hier ebenfalls wirklich den Eindruck, dass es darum geht, dass du dich hier von irgendwelchen Abhängigkeiten, von irgendwelchen
negativen Glaubenssätzen befreien wirst und auch darfst. Aber vom Gefühl her glaube ich, dass ein Steinbock eventuell eine Rolle spielen könnte für dich. Das könnte durchaus ebenfalls ein Steinbock sein. Entweder das oder aber du hast irgendwas mit Steinbock, Mond oder Aszendent, weiß ich jetzt nicht. Oder aber du kommst jetzt immer mehr in diese Energie. Das ist durchaus eine sehr ambitionierte Energie, der Teufel ebenfalls. Der Teufel ist nicht unbedingt immer nur schlecht. Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen, was das jetzt hier noch bedeuten könnte. Ja, also es geht wirklich darum, dass du das von Herzen gibst und das mit anderen teilst, was du besitzt, was du für Talente hast, deine Charakterzüge, deine Großzügigkeit, dein Humor, was auch immer, Wassermann, ne? Es geht darum, das, was du hast, jetzt mit der Welt zu teilen. Das sieht man. Und du wirst in eine sehr, sehr starke, charismatische Führungsnatur oder Führungsposition hineingehen. Das sieht man. Du wirst unabhängig werden. Das sieht man auch. Das ist der König der Stäbe. Da geht es um Unabhängigkeit, Warmherzigkeit, Charisma, Attraktivität, Anziehung, ne? Du wirkst ebenfalls auf dein Umfeld sehr, sehr anziehend, ne? Okay, Wassermann, wir gucken jetzt mal weiter. Das ist übrigens jetzt das Starchild-Tarot, was ich jetzt hier benutze. Wir gucken weiter. Wassermann Dezember. Was bringt der Dezember noch dem Wassermann? Dezember Wassermann. Dezember Wassermann. Nee, die ist es nicht. So, die Karte unten drunter, da hast du jetzt hier den Pagen der Münzen, beziehungsweise The Page of Crystals, und das ist ja der Page der Münzen im normalen Tarot. Und hier geht es auch wieder darum, dass hier etwas Neues auf dich zukommt, beziehungsweise geht es darum, die nächste, ja, auf zum nächsten Level, auf zur nächsten Etappe sozusagen. Also hier sieht man auf jeden Fall, dass hier etwas Neues kommt, ein neues Angebot kommt rein, ein finanzielles, berufliches Angebot, was hier auf jeden Fall auf dich zukommt. Möglicherweise geht es auch darum, etwas Neues zu starten. Na? Also man sieht hier auf jeden Fall etwas Neues, was hier wächst und gedeiht oder beziehungsweise was wachsen und gedeihen möchte, lieber Wassermann. Okay, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier bei dir eigentlich rausgefallen ist. Da hast du jetzt hier die Sechs der Kelche. Die Sechs der Kelche, da geht es immer so ein bisschen um, ja, Themen wie zum Beispiel aus deiner Vergangenheit. Aber, ja, genau. Also man sieht hier auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall die Vergangenheit verklären wirst. Gewisse, ja, dieses Sicherheitsdenken, gewisse Verhaltensmuster, gewisse Denkweisen, dein Mindset. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass es für dich darum gehen wird, das hier auf jeden Fall zu transformieren. Und die Sechs der Kelche deuten für mich auch immer so ein bisschen darauf hin, dass man hier auf jeden Fall etwas vermisst. Man sehnt sich hier nach etwas. Möglicherweise ist es wirklich so, dass du ab Dezember wirklich das Gefühl hast, ich vermisse etwas. Und das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass du wirklich dem Ruf deiner Seele folgst und den Weg deines Herzens einschlägst. Ja. Wassermann, als nächstes hast du jetzt hier, guck mal, das ist deine Energie, das ist der Stern. Und der Stern, das ist eine, ja, durchaus sehr positive Energie. Bei den Sternen geht es immer natürlich um Hoffnung, aber der Stern ist die höchste Schutzkarte ebenfalls im Tarot. Also, lieber Wassermann, was auch immer bei dir hier abgeht, du kannst dir auf jeden Fall damit rechnen, dass es groß und großartig werden wird. Ja, man sieht hier auf jeden Fall deine Energie. Man sieht auf jeden Fall auch, dass du wieder in deiner Energie wieder zurückfinden wirst. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass du irgendetwas mit Feuer haben könntest, wie zum Beispiel ein Feuerzeichen als Aszendent oder im Mond oder Venus oder Mars oder wie auch immer. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann aber zumindest bist du auf jeden Fall sehr leidenschaftlich. Du bist auch sehr, ja, du bist ebenfalls auch sehr humorvoll, sehr fröhlich, leidenschaftlich, charismatisch. Und kannst dich auch auf jeden Fall durchsetzen. Also man sieht auch auf jeden Fall, dass du ein starker Charakter bist durch den Stabkönig hier. Ne? Also man sieht auf jeden Fall auch, dass du, es geht um deine Herzenswünsche. Es geht darum, es geht um den Ruf deiner Seele, das, wozu du wirklich hier bist. Und darum geht es jetzt für dich in dem Monat, ja, Dezember. Und der Stern sagt ja ebenfalls auch aus, alles wird gut, auf dich wartet eine wundervolle Zukunft. Es ist die höchste Schutzkarte im Tarot. Ja, da geht es darum, ja, um Hoffnung. Da geht es darum, dass alles gut wird. Auf dich wartet eine sehr, sehr schöne Zukunft, lieber Wassermann. Das ist doch schon mal auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter mit dem Angels, Gods and Goddesses Orakel. Alles klar, ich habe mich jetzt eigentlich noch gar nicht konzentriert. Schauen wir mal, was jetzt hier für dich gefallen ist, Wassermann.
Okay, das ist der Engel der Suchtheilung. Es geht hier also noch um irgendwelche Süchte, die du hattest, irgendwelches Suchtverhalten, irgendwelche Süchte, irgendwelche Co-Abhängigkeiten. Das kann ja ebenfalls auch der Teufel darstellen. Und da habe ich ebenfalls das Gefühl, dass da irgendwas geheilt wird. Ne, möglicherweise geht es um irgendwelche Denkmuster, Verhaltensweisen oder wirklich aber auch Süchte. Und du kannst auf jeden Fall auch damit, du kannst auf jeden Fall damit rechnen, dass hier auf jeden Fall eine Heilung geschehen wird. Deine Süchte werden auf jeden Fall geheilt. Ich habe aber bei einigen von euch ebenfalls das Gefühl, dass ihr dann dazu in der Lage sein könntet, andere zu heilen oder sie zu beraten, oder ja, die selber süchtig sind nach irgendetwas, ne? Möglicherweise geht es dabei aber auch um Ernährung bei einigen von euch. Das kann jetzt hier der Fall sein. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter, Wassermann. Genau, ja, genau, unten drunter steht ja ebenfalls, dass das jetzt eine Zeit für dich einer positiven Transformation und Heilung ist. Also da passiert einiges bei dir. Einiges wird transformiert und einiges wird ebenfalls geheilt. Na, möglicherweise sogar auch wirklich deine Süchte, so wie es hier eben dasteht, ne? Und ich habe das Gefühl, dass es irgendetwas mit deinem Mindset zu tun haben könnte, mit deiner Denkweise, mit deiner die Art und Weise, wie du bestimmte Dinge oder Menschen gesehen hast. Da findet eine Wandlung auf jeden Fall statt. So, Wassermann, wir gucken weiter, was jetzt hier noch für dich kommen möchte. Im Monat Dezember. Dezember, Wassermann. Was bringt der Dezember jetzt noch dem Wassermann? Nummer 1. Dezember, Wassermann. Okay, guck mal, unten drunter hast du jetzt hier den Engel der Seelenliebe. Und hier geht es darum, dass du einfach mal jetzt, ja, dass es jetzt für dich darum gehen wird, dass du dich selbst wirklich wertschätzt und dass du bisher wirklich Probleme hattest, dich selbst irgendwo zu lieben und dich so anzunehmen, wie du wirklich bist. Und es kann sein, dass das immer noch eine wichtige Rolle für dich spielt. Aber hier wird auf jeden Fall gesagt, dass es für dich an der Zeit ist, dass du anfängst ab Dezember dich wirklich, oder jetzt auch schon, dass du damit anfängst, dich wirklich gut selber zu behandeln, dass du dich selber um dich kümmerst. Ernährungstechnisch, Fitness betreibst oder mehr rausgehst in die Natur, dich bewegst und so weiter. Allgemein dein Leben in den Griff bekommst, Wassermann, auch das kann der Fall sein. Na, also hier geht es darum, dir selbst wirklich eine Mutter zu sein, dich selbst zu. Ja, bemuttern, sage ich ganz einfach mal. Dir selbst wirklich das zu geben, was du dir im Außen ersehnst. Das ist das Gefühl, was mir hier vermittelt wird. Okay, wir gucken weiter. Da hast du jetzt hier als erstes, guck mal, das passt doch, das ist der Engel des Selbstwertes. Also hier wird auf jeden Fall gesagt, dass du dich in deiner aktuellen Situation momentan so ein bisschen unterschätzt, aber oder möglicherweise auch bisher unter Wert verkauft hast. Und auf dich wartet auf jeden Fall ab Dezember eine Zeit, wo du deinen Selbstwert wiederfinden wirst oder wiedergewinnen wirst, ne? Und jetzt hast du hier noch, guck mal, denn du bist unglaublich hellsichtig und sehr, sehr intuitiv. Du hast unglaublich hellseherische, hellfühlige, wie auch immer, Fähigkeiten. Das ist genau das, was man hier sieht. Und deswegen ist es dafür dich umso wichtiger, dass du dich wirklich um dich kümmerst, Wassermann. Es ist wichtig, dass du lernst, dich irgendwo auch abzugrenzen und dich zu schützen. Na? Wie ich schon gesagt habe, der Stern ist die höchste Schutzkarte im Tarot, also geht es hier um Schutz. Also, es ist wichtig für dich, dass du dich um dich kümmerst und Grenzen setzt. Ja, du setzt Grenzen, beziehungsweise das ist wichtig für dich. Und was ebenfalls bei dir ansteht, ist, dass deine Gefühle oder beziehungsweise dass deine Talente, deine Psychic Abilities, deine hellseherischen Fähigkeiten, deine Intuition, dass das verstärkt wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass da nochmal Heilung geschieht, weißt du, damit sich das Ganze eben wirklich verstärken kann. Das ist einfach das Gefühl, was ich hier habe und das ist ebenfalls genau das, was man hier sieht. So, lass mich jetzt mal ganz kurz überlegen, was ich jetzt hier noch wahrnehme, bevor ich jetzt zum nächsten Deck übergehe. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Ritter der Kelche, also Kelche symbolisieren ebenfalls natürlich die Gefühle, Liebe und so weiter, aber vor allem geht es da auch um, ja, um Spiritualität, da geht es ebenfalls auch um Hellsehen, Hellfühlen, Medialität. Na, also das ist genau das, was euch gegeben ist. Also du jetzt hier, Wassermann, mit diesem Orakel. Du bist auf jeden Fall unglaublich. Du hast unglaublich hellseherische Fähigkeiten. Und ich glaube, deine Mission, deine Seelenmission, deine Berufung hat auf jeden Fall diesbezüglich damit etwas zu tun. Möglicherweise hat es auch bei einigen von euch etwas mit Heilung zu tun. Hier, Heilung. Na? Heilung. Hellsehen, Hellfühlen, Medialität, Channeln, wie auch immer. Irgendwas in dem Bereich, das ist eure Seelenmission.
Das ist genau das, was man hier eindeutig sehen kann. Das ist der Weg eures Herzens und den werdet ihr auf jeden Fall ab Dezember ohne Widerworte auf jeden Fall, ja, diesen Weg wirst du gehen, auf jeden Fall, ne? Du wirst nun auch wirklich dahinter stehen. Das ist genau das, was man hier auf jeden Fall sehen kann. Okay, Wassermann. Wir gucken jetzt weiter. Und jetzt benutze ich für dich das Quantum-Orakel. Okay, interessant. Die Karte kam jetzt hier sofort rausgeschossen. Das ist The Vast Universe. Und diese Karte bedeutet irgendwo, und beziehungsweise da habe ich das Gefühl, dass du eine unglaubliche Verbindung zum Universum hast und dass das Universum auch auf jeden Fall an deiner Seite sein wird und dich unterstützen wird. Jetzt hast du hier noch Freunde und Kollegen verkehrt rum. Also ich habe das Gefühl, das Universum möchte dich hier auf jeden Fall vor irgendetwas beschützen, wenn es um Freunde und Kollegen oder Menschen in deinem Umfeld hier auf jeden Fall gehen könnte. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass du da vielleicht mal ein bisschen näher drauf achten sollst. Na, dass du vielleicht möglicherweise einfach mal gucken sollst, wer meint es wirklich gut mit dir, wer ist wirklich auf deiner Seite, wer steht wirklich hinter dir und wer tut es nicht. Na? Es kann auch sein, dass da ein bisschen Neid und Eifersucht mit einer Rolle spielen könnte, aber dazu bekomme ich jetzt noch nicht genügend Infos, muss ich sagen. Da würde ich sagen, warte ich erstmal ab. So, wir gucken mal weiter, Wassermann. Wassermann Dezember, was kommt noch? Wassermann Dezember. Dezember Wassermann, was kommt noch? Was bringt der Dezember noch dem Wassermann? Okay. Und da hast du jetzt hier Angst verkehrt. Oh mein Gott, wow. Angst verkehrt rum. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Energie. Denn die Angst verkehrt rum sagt, ja, es kann natürlich schon bedeuten, dass gewisse Ängste verschwinden, dass gewisse Ängste gelindert werden. Also möglicherweise hattest du wirklich Angst davor gehabt, dass du irgendwie nicht unterstützt wirst vom Universum. Möglicherweise hast du auch die ganze Zeit gedacht, dass das Universum gegen dich ist, dein Feind ist und es böse mit dir meint. Ne? Das kann eventuell auch der Fall sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, deine Angst, deine Sicherheitsängste, deine Angst davor, nicht genügend Geld zu verdienen oder deine Angst davor, nicht unterstützt zu werden, die wird auf jeden Fall weniger werden oder die wird sogar ganz und gar verschwinden. Auf jeden Fall, Wassermann, sieht man, dass du bereit bist, dich deinen Ängsten zu stellen. Du bist bereit, dich so zu zeigen, wie du bist, auch Freunden und Kollegen gegenüber, auch wenn die dich möglicherweise hinterrücks eventuell belächeln könnten. Aber man sieht ja auf jeden Fall, Angst verkehrt rum bedeutet, dass Frieden wieder einkehrt, dass Harmonie und Gelassenheit einkehrt, aber vor allem auch bist du bereit, dich deinen Ängsten zu stellen. Das ist wundervoll. Und jetzt gucken wir uns noch die Karte unten drunter an. Da hast du jetzt hier die Engel der vier Richtungen. Da muss ich mal ganz kurz überlegen, was das jetzt hier genauer zu bedeuten hat. Lass mich mal bitte ganz kurz gucken. Ich hatte das Gefühl, dass es da um gewisse Erzengel gehen könnte. Ich glaube zumindest sowas schon mal gelesen haben. Ja, ich glaube, dass ich sowas auf jeden Fall schon mal gelesen habe. Lass mich mal bitte ganz kurz gucken. Genau, also wenn diese Karte umgekehrt ist, ist das ein Zeichen für dich, dass momentan die Kraft von Erzengel Michael und Erzengel Gabriel an deiner Seite ist. Und Erzengel Michael steht ja ebenfalls für, ja, für Schutz. Das ist derjenige, der dich wirklich schützt, der dich wirklich von allem trennt, was nicht mehr zu dir gehört, der unterstützt dich auf deinem Weg. Und Erzengel Gabriel ist natürlich derjenige, der diejenigen unterstützt, die sich wirklich ihrer Lebensaufgabe widmen, wo es etwas mit Kommunikation und eventuell sogar Kunst ebenfalls zu tun hat. Ja, er unterstützt ebenfalls so die, ja, die Autoren, die Dichter, die schreiben sozusagen. Und Erzengel Michael, denjenigen, die anderen Schutz bieten sozusagen, ne? Okay, lass mich mal bitte ganz kurz gucken. Ja, also es könnte wirklich sein, dass du momentan eine Zeit oder eine Situation in deinem Leben erfährst, wo du wirklich das Gefühl hast, dass du momentan absolut keine Kraft hast, wo du dich so ein bisschen verloren fühlst. Ja, und jetzt wird es eben an der Zeit für dich, ab dem Dezember, dass das Ganze umgekehrt wird. Na? Also ich habe ebenfalls bei dir das Gefühl, Wassermann, dass du eine sehr, sehr starke Verbindung haben wirst im Dezember zu Erzengel Michael und möglicherweise auch zu Erzengel Gabriel. Also wenn du möchtest, kannst du natürlich auch gerne, ich bekomme jetzt bei dir auch irgendwie Kirchen rein. Vielleicht hast du vermehrt das Gefühl, in die Kirche zu gehen. Ich meine, das machen ja Weihnachten einige, dass da viele in die Kirche gehen. Aber das ist jetzt nur, ja, das ist Zufall, dass ich das gerade irgendwie reinbekommen habe. Lass dich mal sehen.
was jetzt hier noch dabei ist. Genau, also es geht hier ebenfalls darum, dass Erzengel Gabriel, der Engel der Kommunikation, an deiner Seite ist und dir beisteht in irgendwelchen Projekten und Karriereangelegenheit. Er kann dir ebenfalls dabei helfen, deine Selbstgespräche zu verändern, also so wie du mit dir selber redest, ne? Genau, also er hilft dir ebenfalls dafür, Entschuldigung, er hilft dir ebenfalls dabei, wirklich selbst, also lieb zu reden, also deine Kommunikation so zu verändern, dass sie wirklich sehr, sehr liebevoll ist und dass du das dann eben, dass du dann eben auf diese Weise dein Leben erschaffst, weißt du? Genau. Sehr, sehr schön. Das passt. Passt sehr, sehr gut, wie ich finde. So, Wassermann, das vorletzte Kartendeck jetzt für dich und dann komme ich zu deinen Astrowürfeln. Und jetzt benutze ich das Gateway-Orakel von Denise Lynn. Schauen wir mal. Also es kann wirklich sein, ich bekomme das jetzt gerade nochmal gesagt. Ich habe das Gefühl, es gibt hier irgendwelche Menschen, entweder wirklich Freunde oder die, die du für Freunde gehalten hast, oder möglicherweise irgendwelche Facebook-Freunde, keine Ahnung, oder sogar auch Kollegen. Von dem wirst du hier so ein bisschen geschützt oder wirst geschützt werden, wenn du da irgendwie vorhast, wieder Kontakt mit denen zu treten. Da habe ich das Gefühl, dass da Erzengel Michael da versucht, dich davor zu warnen und dich davor zu behüten. Ne? Das bekomme ich jetzt auch gerade irgendwie nochmal gesagt. Aber ich bekomme auch gerade gesagt, es warten auch neue Menschen auf dich. Es kommen auf jeden Fall neue Freunde. Es kommen neue Freunde. Das Universum wird auf jeden Fall dafür sorgen. Aber erstmal ist es wichtig, dass das Alte verschwindet. Ne? Dass das Alte losgelassen werden wird. Losgelassen werden wird. Jawohl, das war schönes Deutsch. Es geht darum, dass das Alte losgelassen wird. Ne? Okay, Wassermann, wir gucken weiter. So, das Gateway-Orakel. Und da hast du genau, das ist die Selbstfürsorge. Es geht also darum, dass du dich selbst wirklich beschenken sollst. Es geht darum, dass du dich um dich kümmern sollst. Es geht darum, dich selber so zu akzeptieren und dich so zu lieben, wie du bist. Das ist genau das, was diese Karte aussagt. Das wird kommen. Du lernst dich selber zu lieben. Du lernst dich zu schützen. Ne? Du lernst dich abzugrenzen. Du bist bereit, dem Ruf deines Herzens zu folgen. Yes! Besser kann es doch nicht werden, oder? Okay, noch eine Karte für dich, für den Dezember, Wassermann. Wassermann, oh, die ist runtergefallen. Ich muss eben ganz kurz aufstehen. Und da hast du, auch wie schön, Opening to Love. Also offen oder beziehungsweise hier geht es darum, dass du ja, dich öffnen sollst. Und das ist genau das, was ich eben oder beziehungsweise am Anfang auch so ein bisschen gemerkt habe. Ich habe das Gefühl, du öffnest dich wieder, du öffnest dein Herz wieder, um wirklich Liebe zu geben und wirklich Liebe zu empfangen auch. Also dein Herz ist auf jeden Fall offen für deine Mitmenschen, für die Welt, aber vor allem auch für dich selbst. Ja? Unten drunter haben wir jetzt hier die Karte, hier geht es darum, auf jeden Fall irgendwelche Barrieren zu durchbrechen und irgendwelche, dich aus irgendwelchen Grenzen zu befreien oder über Grenzen hinauszugehen, ne, dass du wieder wirklich wahre Freude und Freiheit ebenfalls erfahren darfst. Ne? Genau, also es geht wirklich darum, dass du über deine Grenzen hinausgehst, um wirklich Freude und Freiheit zu erfahren. Das ist jetzt ziemlich schön und das wird dir auf jeden Fall gelingen, wenn du wirklich dich um dich selber kümmerst, wenn du dafür sorgst, dich selbst wirklich zu lieben oder wenn du dafür sorgst, dass es dir einfach gut geht und lernst, dich selber so zu lieben, wie du bist und dein Herz wirklich öffnest für deine Mitmenschen und vor allem auch für dich selbst, dann bist du auf jeden Fall bereit, über deine Grenzen hinauszugehen und wirklich die Welt, dein Leben, was auch immer, wirklich zu erkunden. Ne? Also wunderschön. So, Wassermann, das letzte Kartendeck für dich. Und dann benutze ich die Astrowürfel, um das Orakel abzuschließen. Jetzt benutze ich das Moonology Manifestation Orakel. Das ist wunderschön, Wassermann. Also was ich bei dir spüre, Wassermann, ist auch so dieses Wir-Gefühl. Nicht nur dieses Ich, sondern auch einfach so dieses Gemeinschaft, diesen Gemeinschaftssinn, dieses Wir-Gefühl, weißt du? Schön. Okay. So, Wassermann, Dezember. Was bringt der Dezember noch dem Wassermann? Dezember, Wassermann, Nummer 1. Dezember, Wassermann. Dezember, Wassermann. Was bringt der? Alles klar, eine möchte noch, das habe ich im Gefühl.
Wassermann Dezember. Alles klar. So, die Karte unten drunter. Da hast du jetzt hier die Karte Neumond im Schütze. Und hier geht es darum für dich, dich wirklich auf das Positive zu fokussieren. Also Schütze ist natürlich ein sehr, sehr abenteuerlustiges Sternzeichen. Da geht es um Abenteuerlust, da geht es um das Verreisen, da geht es um das Erkunden, da geht es um den Wissensdurst, da geht es um das Lernen. Da geht es darum, dass man wirklich auf der Suche ist nach Antworten. Das ist so dieses Erforschen, weißt du, dieser Abenteuergeist. So, weißt du, dieser Abenteuerdrang irgendwo so ein bisschen. Gewisse Dinge erforschen, herausfinden und so weiter. Das ist einfach das, was bei dir oder auf dich zukommen wird. Möglicherweise sogar auch ein Feuerzeichen, also Schützeperson vielleicht. Und du hast ja hier ebenfalls auch den König der Stäbe. Also es kann sein, dass es da jemanden gibt, der dich hier auf jeden Fall beschützt. Ein Feuerzeichen. Kann sein, vielleicht Schütze. Aber hier wird auf jeden Fall gesagt, du wirst auf jeden Fall positiv werden wieder, lieber Wassermann. Du wirst dich wieder ab Dezember auf das Positive fokussieren. Gott sei Dank, oder? Oh, sehr, sehr schön. Das freut mich richtig für dich. Okay, Wassermann, wir gucken weiter. Oh, dass es immer alles so schief sein muss. So, jetzt. Da hast du jetzt hier als erstes, genau, also man kann hier wirklich sagen, das ist Vollmond im Stier. Ja, du reinigst dich hier. Also bei dir findet hier wirklich eine Reinigung statt. Es kann also ebenfalls sein, dass du deinen Körper reinigst. Also sprich, dass du dich einfach ein bisschen gesünder ernährst, dass du mehr Obst, mehr Gemüse zu dir nimmst und viel Wasser trinkst. Das kann jetzt auch damit gemeint sein, sehr viel Kräutertees trinkst. Ne, also hier geht es wirklich um eine Entgiftung, um eine Entschlackung, Entreinigung. Eine Reinigung von Körper, Geist, Seele. Das kann hier auf jeden Fall der Fall sein. Und wenn du das auf jeden Fall tust, du wirst merken, dass deine finanzielle Situation, deine äußere Situation, dein Leben allgemein sich dann dadurch ebenfalls auch verbessern wird. Ne? So, dann hast du jetzt hier noch Be Humble. Da muss ich mal ganz kurz gucken, was diese Karte bedeutet. Auf jeden Fall ist das hier schon mal Löwe-Energie. Es kann auch sein, dass du es hier mit einem Löwen zu tun hast. Aber Löwe steht ja ebenfalls auch dafür, dass du, ja, dass du dir deiner Kraft irgendwo, also bei dieser Karte spüre ich, du bist dir auf jeden Fall deiner Kraft sicher. Du bist dir deiner selbst wieder sicher. Das ist genau das Gefühl, was mir hier vermittelt wird. Das ist ziemlich eindeutig hier zu sehen. Ja, diese Karte sagt eben aus, dass da wirklich sehr, sehr viel Kraft da ist. Das ist ja im Prinzip genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist auf jeden Fall eine Kraft, das ist auf jeden Fall eine Karte, die aussagt, du weißt ganz genau, wie du mit deiner Kraft, mit deiner Power umgehst, ohne sie zu missbrauchen. Ne? Das ist genau das, was hier damit gemeint ist. Lass mich mal bitte ganz kurz weiterlesen. Genau, es geht einfach darum, dass du jetzt nun damit anfängst, aufzustehen und um das alles in dein Leben zu empfangen, was das Leben dir wirklich zu bieten hat. Genau, sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr kraftvolle Energie. Du bist ja deiner selbst richtig sicher. Du kennst deine Kraft und hast keine Angst mehr davor, das ebenfalls auch zu leben. Ne? Und hier hast du jetzt noch Attend to the Details. Das ist Jungfrau-Energie. Also es kann wirklich sein, dass du... Jungfrau ist ja ebenfalls eine sehr, sehr großzügige Energie. Aber Jungfrauen, die stehen auch total auf Details. Die stehen auf Perfektionismus, also auf das alles, was perfekt ist. Alles muss akkurat sein, alles muss in Ordnung gehalten werden. Alles muss ordentlich und strukturiert sein. Und das ist genau das, was bei dir stattfindet. Ne? Eine Art wie Ordnung und dass du wirklich für mehr Struktur und Ordnung und für neue gesunde Routinen in dein Leben sorgst. Das ist genau das, was hier damit gemeint ist. Aber es geht ja auch noch um irgendwelche Details, dass du wirklich ein Auge hast auf die Details. Und da bekomme ich irgendwie rein, dass du da an irgendetwas arbeitest, wo du wirklich sehr, sehr akkurat daran arbeitest, dass alles wirklich perfekt sitzen muss. So bekomme ich das hier so ein bisschen rein. Ne? Hier eine kleine Warnung, also Vorsicht vor zu starkem Perfektionismus. Ne? Okay. Okay, Wassermann. Die Astrowürfel. Wassermann Dezember. Was bringt der Dezember dem Wassermann? Was bringt der Monat Dezember dem Wassermann? Dezember, Wassermann. Und wie ich schon gesagt habe, das ist bei dir eine sehr, sehr erdige Energie. Du hast hier Stier und Jungfrau. Das sind beides Erdzeichen. Und du hattest die Sechs der Münzen und du hattest die Königin der Münzen. Ne? Es kann natürlich aber auch sein, dass ein Stier oder Jungfrau, vielleicht auch ein Steinbock, eine große Rolle spielen könnte für dich. Oder dass du da irgendwas hast, zum Beispiel Aszendent Stier oder Mond und Jungfrau oder was weiß ich. Auf jeden Fall sieht man eine sehr, sehr praktische, bodenständige, solide,
feste Energie im Dezember. Ne? Kann natürlich auch sein, dass bei dir sich einiges manifestieren wird. Das, was ich eben alles schon gesagt habe. Ne? Okay, Wassermann. Wassermann, Dezember. Was kommt? Dezember, Wassermann. Okay, du hast Schütze. Du hast hier, Moment, du hast Uranus und das fünfte Haus. Ja, also Uranus, das ist natürlich dein Herrscherplanet, gell? Und bei Uranus geht es natürlich auch um große Veränderungen. Es geht darum, dass hier gewisse Ereignisse passieren, ganz unverhofft, ganz, ganz plötzlich. Es kann natürlich sein, dass du plötzlich und unverhofft wieder in deiner, in diese positive, optimistische, Abenteuerenergie, humorvolle, witzige, fröhliche Energie hineinkommst, wo du wirklich wieder anfängst, dein Leben zu genießen, wo du wieder sehr, sehr viel Spaß haben wirst, auch einfach. Was ich bei einigen Wassermännern ebenfalls reinbekomme, dass sich hier einiges auf jeden Fall transformieren wird. Einiges wird hier verändert werden, etwas, was mit Kindheit, Kindheitserinnerung irgendwie zu tun hat. Das kann ebenfalls der Fall sein. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, also sowohl das fünfte Haus als auch Schütze, da geht es um Spaß, da geht es um Vergnügen, da geht es um, ja, die positive Seite des Lebens auch wieder. Und da habe ich das Gefühl, dass du da hineinkommst, ja. Also Kreativität, Vergnügen, Spaß, Party, Abenteuerlust, Wissensdurst, das Verlangen nach etwas, das Verlangen, sich auf die Reise zu begeben, gewisse Dinge zu erforschen, zu erkunden. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle für dich spielen, lieber Wassermann. Okay, Wassermann, mehr habe ich jetzt nicht für dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dezember. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Und vor allem wünsche ich dir einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022. Bis dann. Tschüss.